Mann, ich muss Katzki kaputt machen. Alter, ich sehe nicht, Alter. Das kam gerade so schnell von der Seite. Ich bin tot. Ich auch. Was geht und willkommen zu einer neuen Runde My Hero Ultra Rumble. Mit dabei sind wieder Sad und die Ente. Hi. Wahnsinn. Und ich würde sagen, dass wir wieder mal, wie gehabt, loslegen. Und ich weiß nicht, ob wir diesmal genauso gut sind wie in der letzten Aufnahme, aber das war schon krass. Ja, das stimmt. Was ich mich halt frage, der Boost, den du gemacht hast. Ja. Hast du es eigentlich mal geguckt, wie lange der geht? Ja, 6 Stunden. Okay. Nicht so wie letztens, wo du meintest, ja, nicht, dass er jetzt 6 Minuten nur sind. Okay, nee. Das wäre dann übelst assi, eigentlich. Als wenn das so gewesen wäre. Das wäre krass, weil 6 Minuten, das ist ja nicht mal eine ganze Runde, wenn du gut bist. Also. Ja. Als ob du schlecht wärst, aber du weißt, wie ich das meine. Wenn hier jemand schlecht ist, dann bist du das. Du warst nur ein Klotz am Bein. Bei dem letzten Mal, nein. Ich bin einmal von den Spikes da so hochgeflogen. Also ich war so am Boden am Liegen. Dann kommen die Stacheln, hauen mich voll aufs Dach, ich sterbe fast. Und dann kam diese Zeit, die abgelaufen ist. Ich stehe wieder auf und denke mir so, boah, geil, geil, geil. Und dann doch noch gewonnen. Ja, ich weiß noch. Witzig war halt, ich wollte sogar in dem Moment zu dir. Die Schalen auf einmal bist du wieder am Aufstehen. Ich immer nur so, willst du mich verarschen? Ja. Echt? Ja. Ah, ich hab ja in der Lobby nur ein Leben. Ne, jetzt wieder voll. Also ihr wisst, was wichtig ist, so. Schnellstmöglich Level Up Karten holen. Die ja. Schüsse, also natürlich, wenn du drauf haust, halt mehr Schaden zu verursachen, ist halt eh das Wichtigste, genauso wie die Tränke. Und alles andere wissen wir ja wie. Ja. Ich wollen wir nochmal auf den Berg? Auf welchen? Da, wo du gerade. Gott. Könnte man direkt hier quasi hin. Tut mir auch leid, dass ich das immer wiederholt sage mit dem, ja, am besten Level-Up-Karten besorgen, das und das. Aber ich sag das so oft, dass man halt, ja, ich denk mal halt dann bleibt das irgendwann im Kopf. Nicht, dass ich das ein, zwei Mal sage und dann, oh. Oh nein. Also wenn die jetzt sofort da sind, auch uns angreifen wollen, müssen wir entweder verscheuchen oder, ja, ja, oder ab, oder? Der ist runtergefallen. Okay, bitte. Wo bist denn du? Kann ich nicht schießen. Pass auf, die anderen zwei kommen jetzt auch wahrscheinlich schon. Gut sein. Ist mal erledigt. Okay. Nicht zu weit weg, so dass ich auch noch zurückkommen kann. Ah, hier steht eine goldene Dings. Ich mal kurz öffnen. Ich hoffe, ich werde nicht attackiert. Wisst ihr, ob da eben welche am Land? Ja, hat sich erledigt. Nee, warte. Ich war erst mal überlegen, ob da Leute sind. Also ich level jetzt mal nur eine Sache erstmal hoch, denke ich. Ja. Wenn ich, wir könnten morgen, wenn du Bock hast, zu zweit spielen, wenn du jetzt morgen. Ja, von mir aus. Gerne. Weil jetzt habe ich wirklich, ich gebe eins zu, jetzt habe ich wirklich Laune dazu, das Spiel zu spielen auf. Mhm.
Wir sind auch noch gut. Gut. Und sind hier, oh ja. Toll, ich habe jetzt was Rotes aufgehoben, wollte ich nicht. Ja, hier könnten auch noch looten, aber wir müssen halt drauf achten, weil hier nebenan waren wir jetzt schon kämpfen. Okay, wir müssen uns nur hier beeilen. Sind jetzt so nur. Achso, hier sind wir. Und mal Karten Gegner. So, da. Oh ja. Okay. Ich glaube, wir müssen mal laufen. So. Ja. So, habe ich bereits schon. Scheiße. Was denn? Ich wollte eigentlich schon eine Person retten. Achso, da habe ich diesmal gar nicht dran gedacht. Ja, aber ich. Aber hier ist ja keine mehr. Ja, egal. Kann ich nichts dran machen. Hier war doch gerade eben was am Aufleuchten. Achso, das war die Tasche. Ja, ich hätte ja sein können, dass irgendjemand braucht. Pass auf. Der war von jemand. Ich bin keine Gegner gewesen. Warte. Dann ist sogar die Riesenpro. Warte mal, muss nicht in einer Mission die riesige da öffnen? Wo? Da hinten, ach, da ist ein Gegner. Toll, kann ich ja nicht hin, oder? Ja, der rennt aber jetzt zur Tour, der Gegner. Toll. Ja, okay, da geht's ja. Jetzt da ist ja, Alter. Kämpfen sogar. Das sind also Feinde. Achso, da hinten ist noch eine Karte für dich. Achso, hab ich nicht gesehen. Warte, ich komm aber mit. Auch Gegner. Was das Blaue bringt mir nichts vor. Ja, bringt eigentlich nicht wirklich was. Dein... Ach, ja. Ist aber auch gut, ist gut, ehrlich. Hab den gemacht und nicht. Hä? Ja, das hab ich gemacht. Und mich fuckt das manchmal so ab. Ja, lass mal eigentlich am besten woanders hin. Wohin denn? Ich kann sagen, wir gehen hier rüber. Ich hätte noch vielleicht ein Schild dran nehmen sollen, weißt du? Ich hab noch gar keinen benutzt. Kommt hier. Ja, ich bin leider verschwunden. Aber langsam. Ich will nach da rumgehen. Die ist wieder, die wurde wieder belebt. Die, der dann in die Tür hat. Echt jetzt? Ja. Hier wird wahrscheinlich schon alles. Hoffentlich sieht mich jetzt keiner, weil dann habe ich für uns zum Wiederbeleben alles. Ach, da ja, war jemand zum Retten. Ja, aber jetzt kann ich, wenn ihr sterben solltet und ich eure Dings aufgehoben habe, abhauen und euch wiederbeleben notfalls. Falls was passiert und ich das überhaupt schaffe. Geil, geil. Wir sind krass dran. Aber wenn wir jetzt hier sind, müssen wir halt echt aufpassen. Jetzt sind noch so viele Teams am Leben, ey. Obwohl es so klein ist. Sollen wir wieder auf den Berg gehen? Oh Leute, ich muss kurz lachen. Ach, der Berg ist schon letztens. Oder wollen wir da oben drauf gehen? Bei der 1-2-3. Wollen wir da oben? Ihr wollt gerade sagen, da oben drauf gehen. Mhm. Aber ja, immer hinter uns gucken. Ich achte halt immer wieder hinter uns, weil man weiß ja nicht. Ist nichts. Wir müssen aber jetzt gleich alle von da irgendwo herkommen. Wir waren noch von alle da. Was ist denn das da für Pfeile oder ist das hier so ein ja. Da, ja, da kommt dann die Super-Truhe als die riesige. Habt ihr genug Heilung gesammelt vorhin? Eigentlich als ich hab meine Spezialaktion ja eingesammelt. Da habe ich ja
automatisch eh immer viel. Und gelevelt auch, oder? Also die Attacken. Also ja, ich habe meine normale auf Level 7, die anderen beiden nur auf Level 2, weil ich... Ja, okay, alles gut. Solange du weißt, in welcher du manchmal Schaden machst, so weiter, ist das halt... Ich nehme hauptsächlich die normale, weil mit der Kanone kann ich nicht viel anfangen und diese Deckung benutze ich auch ganz selten. Also, ja, aber die wäre halt praktisch, falls du weißt, dass du wenig Leben hast oder wir, um dann halt einfach mal durch die Gegend zu laufen hinter dem Gegner. Dass wie sieht es bei dir mit Tränken und so aus? Ich habe auf jeden Fall jetzt noch genug. Vielleicht von den Schildtränken jetzt nicht unbedingt mehr. Ich habe auch aber... nicht so ganz genug, ich habe noch nie. Also sonst hätte ich bei dir den hier gemacht, warte. Mir geben, Daniel, weil ich habe nicht so viel. Dir, warte. Ja, könnt ihr gerade hier aufpassen? Krieg ich das hin? Ich versuch's jetzt. Hoffentlich ist da jetzt gleich keiner. Wo willst du nur hin? Die Karte holen. Und ich soll hier oben warten. Ja, hier sind Level-Up-Karten. Soll ich mitkommen? Nee, ich komme jetzt so vor. Also ich komme jetzt. Ich will aber mal. Oh, scheiße. Warte, ich will mal kurz hier hoch. Die sind da unten. Die sind da unten. Unten, da unten. Ja, ich sehe so. Ich nehm's nicht ein. Was passiert eigentlich, wenn man hier rutscht? Weiß ich nicht, aber ich würde es jetzt nicht machen. Du bist nämlich von uns ein bisschen entfernt und von unten für den Gegner. Ich weiß, ich wäre gerne mal gerutscht. Vier Teams. Aber ich habe von hier oben auf jeden Fall einen guten Ausblick und da, wo du markiert hast, da sind auf jeden Fall welche am Kämpfen in der Nähe. Die sind gerade, ach, das sind drei Leute, die rennen gerade Richtung Wasser. Ja, vier Leute. Das sind sogar vielleicht die letzten. Boah, ey, da geht's richtig ab. Mhm. Ich kann das von hier oben alles sehen. Lass mal zu Daniel. Ja. Ich kann nicht hochschleudern da. Ach doch, kann ich. Ich wollte schon gerade sagen, du kannst doch hier mit dem Ding dich doch irgendwo dran ziehen. Ihr sagt Bescheid, wenn wir runterrutschen dann, oder? Wieso runterrutschen? Das sind die letzten. Das sind die wieso letzten. Nicht? Ja, ich hab noch nie. Letzten. Das sind halt echt die letzten. Okay, jetzt hast du geschossen. Ich hab Schuss, dass du ins... Scheiße. Wollen wir nicht einfach runterrutschen und hinrennen? Das sind nicht die letzten. Scheiße, jetzt habe ich eine Granate. Was soll ich machen? Doch. Das sind die letzten drei. Als ob die bis dahin überhaupt kommt. Doch, tatsächlich. Warte mal, kann ich? Wo sind die? Da unten, beim Wasser. Ich treff die ja nicht von hier. Wir müssen mal gehen. Ich bin runtergefallen. Ja, Leute, ihr müsst halt echt aufpassen. Wir gehen in den Wald hier vorne, die sind vor uns. Hat meine Kanone überhaupt was gebracht? Pass auf. Mann, ich muss Katzki kaputt machen. Alter, ich sehe nicht, Alter! Das kam gerade so schnell von der Seite. Ich bin tot. Ich auch. Dann das bitte. Ich bin komplett im Arsch. Nee, dann mach die Mann pussyhaft. Nee, ehrlich, ich hab da keinen Bock drauf. So eine das ist ehrlich pussyhaft. Jetzt die, das ist wirklich pussyhaft. Also, ich muss mal anfeuern wegen Likes geben. Dann können wir zu den Ergebnissen, ne? Ja, kann man. Ja, natürlich. Mann, ey, das ist schlimm. Geil. Nachher komme ich eventuell sogar zu Jo schon. Licht? Ja, das Froschmädel. Oh, warte, ich habe bei Missionen was. Schon wieder blaue Schlüssel, ey. Sonst nirgendwo was fertig. Hier habe ich ja auch. Hm. Ach so. Ja, okay, okay. Ja. Ich gehe jetzt einfach auf bereit. Ja, ich bin ja, kurz eine Tour öffnen. Eine. Was hat man da genug? Stimme von Himiko, Alter. Statt mir mal einfach einen Charakter zu geben, Mann.
Es stimmen eh das Unnötigste. Warum will man die Stimme ändern? Ja, ist so. Warte, ich muss gerade bei Eventmissionen gucken. Noch ein kleines bisschen, dann habe ich schon gleich wieder die letzten. So. Boah, wir waren noch nicht mal schlecht, aber. Ey, die haben nur so viel Schaden gemacht, weil die wahrscheinlich schon Maximallevel bei allen Attacken waren oder so. Ja, wir haben das, halt. Ja. Ja, das ist nämlich das, was halt wichtig ist. Wir müssen halt echt immer gucken, dass wir so schnell wie es geht die Attacken, die wir ja halt oft nutzen. Ich glaube, wir sind einfach vielleicht doch zu schnell drauf zugestürmt. Ja, vor allem weil jemand, der All Might gespielt hat, war sogar auch noch da. Das war nämlich nicht das letzte Team, da war nämlich noch jemand, der sich im Busch ganz versteckt hat. Ach, toll. Der ist auch der Beste, aber der hat wahrscheinlich auch verloren. Der Typ, der hier diese Steine bauen kann, ne, den kann ich nicht spielen, ne? Den Cementos. Ja, den kann ich auch nicht spielen. Obwohl er ja praktisch ist, aber da muss man echt wirklich sehr gut drin sein, finde ich, um den spielen zu können. Weil dann war der echt nützlich. Dann könnte er die nämlich irgendwie so festbauen, die Gegner, und die anderen zwei können halt, ja, die ausschalten in dem Moment. Ich habe gerade ganz kurz überlegt, was passiert, wenn man plötzlich riskiert, direkt beim Loot Drop zu landen, was wahrscheinlich jeder machen wird. Müsst ihr sagen, man kann es doch versuchen, aber ich weiß. Das geht schief. Nee. Nee. Ja, da bin ich auch mit zufrieden. Wenn jetzt keiner bei dem Loot Drop ist, so. Nur drei Leute. Und drei Leute auch nebenan von uns. Im Wald. Ich weiß, deswegen ganz schnell. Ich weiß nicht, was das war, was ich aufgesammelt habe, aber ich muss erst mal kurz. Die kommen ja direkt, oder? Ja, der kommt halt wirklich. Ich hab ein bisschen Schaden gemacht. Bin gerade dabei. Du stirbst. Du wirst kaputt gemacht. Der eine liegt. Autsch, 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 autsch. Gar nicht geil. Ist fast. Aus dem Scheiß ab, Alter. Mann, bleib doch mal stehen. Bist du dumm? Ja. Ja, dumm. Ich hab die gerade voll weit weggehauen, aber die war, ja, keine Ahnung. Das waren aber doch niemals nur die zwei, oder? Eigentlich waren die zu dritt, oder nicht? Ja, ja. Der dritte hat sich bestimmt irgendwo versteckt und denkt sich, geil, geil. Die haben mich nicht gesehen. Da hinten, ganz Mädchen. Also keine Sorge, ich will da jetzt nicht reinlaufen, ich wollte halt nur... Hat das eigentlich was mit deinem Charakter zu tun, wenn du irgendwas markierst und da immer unten steht, hier sammeln sich Luschen? Ich weiß, ja, der ist generell so ein Arschloch in dem Anime, der beleidigt auch jeden. Vor allen Dingen mag der den Deku, den Niklas spielt, den mag er halt überhaupt gar nicht, weil die ja Rivalen sind. Witzig, dass du da drauf achtest, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich gehe jetzt auch mal kurz hier hoch. Also kann wie viel bist du jetzt? Ich nehme die Sachen mir nicht weg. Welche Sachen? Da ist doch gar nichts für mich dabei. Ja, klar. Oh, doch. Zum Beispiel so ein Dings. Ja, hier sind sogar mehrere für dich. Ich dachte erst, das war blau. Und wie ist es zu rutschen? Na toll, man rutscht ja gar nicht. Ja, deswegen scheiße. Level-Up-Karten ist nicht immer nicht schlecht. Also. Aber immer drauf achten, auf die Gegner, falls jetzt kommen. Toll, man kann wieder nicht da drunter. Doch, jetzt. Der See ist scheiße, können wir... Toll, bringt mir nichts. Achso, hast du ja auch nicht für mich markiert, habe ich jetzt erst gecheckt. Hier ist auch noch was zu sehen. Muss mal kurz gucken, ob hier irgendwo Gegner sind. Achtet ihr auch drauf? Boah, ich will mal kurz hier hinten hin.
Hoffentlich ist da jetzt keiner, aber sonst nicht. No sweat. Everyone's in the safe area. There's some items here. Warum ist ein Item für mich? Ich will da gerne hinstellen. Ja doch, das sollte schon machen. Krass, krass. Ey, ich hab jetzt dieses Schild auf Level 6, das benutze ich fast gar nicht. Warte, hier. Alter, wie viele? Okay. Das bringt halt nichts. Die Waffen, die ich jetzt aufgelevelt habe, nutze ich fast gar nicht. Ich meine, wenn ich wüsste, wie man das Schild richtig gut benutzen kann, zum Beispiel, ist das ja nicht mal schlecht, aber... Ja, am besten, wenn Gegner, als ein Haufen Gegner kommen und meinen, auf uns drauf zu schießen, sofort benutzen und zu denen laufen, so um die wegzudrängen und wir schießen so lange und dann haust du halt ganz schnell. Kannst du nehmen. Daniel. Hier. Was? Ach so. Wusste ich gar nicht, dass du eine liegen lassen hast. Wenn nicht nur eine, da lagen zwei, oder bin ich jetzt irgendwie blöd? Da hat doch jemand geschossen. Oh mein Gott! Was? Die sind direkt hinter dir. Weg, weg, gehen weg. Ja, am besten sofort weg. Ja. Das war jetzt nicht dumm. Toll, nichts. Warte, denn ist ein Level Up Karte. Komm hier aufs Dach. Ich benutze nie die Sachen, aber das wird stronger, heißt stärker, wo? Ja. Das rote war was? Auch das stronger, verstehe ich nicht. Was für rote? Ich hab ja, mehr. Das ist nämlich das, was ich eigentlich brauche. Ja, aber es macht mich doch kurz stärker, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, wie das da mit gemeint ist, so wirklich. Das ist eine goldene Truhe. Du solltest mal vielleicht einen Schildrang benutzen. Oh ja. Mir vorhin aufgefallen. Ey, ich hab das gar nicht gemerkt. Okay, da wo die Ente ist, ist auf jeden Fall keiner. Da könnten. Ja, das sind noch Levelkarten, Mann. Jetzt geht's mir doch besser. Hier kommt sogar die Riesen. Ja, toll. Hätte ich das gewusst, dass hier diese Tour hinkommt, dann ist mir klar, was gleich passiert. Ja, wir können da reingehen. Ist doch nicht schlimm. Ja, aber dann beeilen, bevor die anderen kommen, wo? Aber dann lass, lass Daniel die öffnen, weil er hat doch die Dings. Schnell dahin. Wir passen einfach so lang auf. Ich hoffe, dass die Aufgabe zählt. Aber lass ihn die Levelkarten dann nehmen. Also, okay. Weil das sind genug. Also ich weiß ja nicht, wie viele du brauchst, weil ich brauche gerade eigentlich nicht unbedingt welche. Ich brauche noch welche, aber ich nehme Heilung schon mit. Ich nehme nur vielleicht eine. Lässt er dir auch einfach einen übrig oder so. Sorry, Daniel. Kannst du mitnehmen? Ich habe eigentlich nicht mal gehauen, das hat die gerade ganz alleine gemacht. Während ich mein Level geupt habe. Hast mir jetzt erst aufgefallen, du hast Leute gerettet, du könntest ein Ziel ableben nachher, wa? Ich hab doch eigentlich gar keinen gerettet. Das ja, muss ich aus dem Loot Drop haben. Ja, dann, ja, stimmt, ja, kann man ja auch. Ich glaube, ich bin eigentlich lebensmüde. Wie hast denn du geschafft, auf der Mauer zu stehen? Indem du dann nicht nochmal deinen Stick bewegst oder versuchst dann nochmal. Ja, doch, nee. Halt, es ist halt schwer. Ach, hier, warte. Oh, ich war gerade drauf, spring runter. Ah. Da vorne ist ein Gegner, wa? Ja, achtet mal kurz drauf. Ich bin mal kurz oben ein Levelteil holen. Alter, was ist los mit mir? Ich krieg gerade nicht hin aufs Dach. Ah. Ja, ihr solltet euch mal lieber
Wo bist denn du? Ja, ich bin hier kurz noch Sachen am holen. Nein, das doch nicht. Warte, ich bring das einfach mit. Nimm das doch. Du musst aufpassen. Dich kann doch locker jemand sehen, gerade wenn du so eine Attacke machst, um schneller hinzukommen. Ja, ich weiß. Die haben uns auch bestimmt schon gesehen. Ja, die schießen doch in unsere Richtung, oder? Nee, die bekämpfen sich da drüben. Die, ja, hättet ihr mir mal sagen können. Ich ja, hab ich doch gesagt. Ja, ich wusste ja nicht, dass sie da sind. Ich bin da hochgeklettert. Hallo. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ach so. Nee, ja, nicht nee, für mich. Ich meine ja ihn, aber... Da, ja, komm, er hackt. Der weiß genau, wo ich bin. Ja, toll, der geht da oben drauf. Aber hier unten sind ja auch welche. Denkt auch ein bisschen dran abzuhauen noch. Ja, das mache ich ja auch währenddessen, aber er bleibt... Weil ich habe eh keine Fernattacke, ich kann aus der Ferne nicht kämpfen. Ja. Deswegen muss ich zwischendurch mal abhauen. Doch, ich habe ja eine Fernattacke, was laber ich? Falsch, das wollte ich nicht. Ich habe einen getroffen, ein bisschen. Ja, ich muss einen Trank nehmen, verfickte Scheiße. Immer wieder durch Gegenlaufen und schnell heilen, auch du. Ente. Du heilst dich schon scheiße, Ente, kleiner. Nein, kreis, hoch. Oh Gott, die greifen sich alle gegenseitig an. Ja, wie hoch? Wir gehen von oben. Ja, von oben, ich komme auf die Mauer nicht. Ich kann von oben nicht, wenn ich nur aus der Nähe kämpfen kann. Ich treff die sogar alle. Pass auf, die anderen sind da auf der Seite. Aua. Ja, der fuckt mich jetzt schon ab jetzt in meinem Post. Hab die nächste? Ich hab wieder einen getroffen. Müssen. Scheiße. Mann, ihr nervt mich, ey. Komm schon. Ich musste gerade trinken. Wo ist der? Oh mein Gott, der war hier. Wo ist Zementos? Der hat doch gerade hier Zement. Ich dachte, die war down. Ja. Aber jetzt Scheiße. Mann, stirb doch! Die sehen, in welchen Busch ich gehe. Ich muss mich heilen. Ich muss mich kurz heilen. Oha. Solange müsst ihr die. Das sind die letzten. Mann, du fuckst mich ab, Zementos. Bin ich dumm. Das ist der. Ja, komm. Ich bin gerade gestorben. Ich musste mich nämlich kurz stummen. Ja. Einer schon mal. Gut. Achso, ich kann auch die ganze Zeit anfeuern. Warum mache ich das nicht? Alter, ich hab die getötet! Alle! Echt? Ja. Warte, gut. Ich sollte aber mal. Das ist die letzte. Ja, Mann. Ist das geil. Da hat dieses Ding gerade geholfen, dieses Ultra-Level da, wo ich mich doch übel... Ich bin auch eigentlich nur gestorben. Oh. Ich bin nur gestorben, weil ich kurz AFK sein musste, weil ich mich auch ganz kurz stummen musste. Boah, ey, war das gerade krass. Weißt du, wo ihr beide gestorben seid? Ich dachte mir noch so, oh fuck, die sind alle drei am Leben, da krieg ich niemals hin, hab ich mir echt gedacht. Hab versucht, mein Bestes zu geben. Aber dass das dann so funktioniert hat, ey, geil. Mhm. Ey, der EP-Boost, war. Der ist für dieses, wo du doch die Charaktere freischaltest, für diesen Special Pass, war. Extrem praktisch. Krass, ja, ja. Vor allem, wenn du einen Sieg holst, dann natürlich, erst recht. Wusste ich gar nicht. Also hat das Büro ja doch quasi voll viele Sinne. Ja. Also ich habe Missionen-Dings, muss ich mal kurz abchecken.
Ich möchte wieder was abholen. Sind aber nur 2 Sterne, gibt mir kein Ticket. Toll. Ich habe bei Event auch. Oh. Eventpunkte, warte mal. Eventpunkte sind nochmal wofür gut gewesen? Um halt Kristalle zu kaufen und Büropunkte sogar. Also dann musst du in den Eventshop ganz hinten. Ach ja, ich bin da manchmal Eventshop. So. Warum lädt das so lang? Der Shop lädt bei mir nicht. Wie kann man den kaufen? Ah, jetzt hat er geladen. Hast du es schon gefunden, oder? Hab schon. Ja. Hab gekauft. Ich kann hier auch Kristalle kaufen. Morgen mit den Soll ich Punkte kaufen? Oder Kristalle? Was lohnt sich eher? Ich würde halt erst Kristalle, weil mit den Punkten kannst du ja eh immer holen. Du machst ja automatisch die Event. Ja, aber die Kristalle bringen mich noch nicht weit. Ja, oder also das ist deine Entscheidung halt. Ich glaube, ich hole erstmal Büropunkte tatsächlich sogar. Aber warte, ich habe doch selber noch. Ich kann nämlich voll viele Büropunkte holen mit 600 E. Mhm. Hier zahlt man ja hier mit der 18 von. Da zahlt man ja mit Gold, da habe ich ja auch. Das stimmt ja, das kostet ja. Nee, ich glaube, ich hole mir keine Kristalle, weil es wären nur 2000, die ich mir holen könnte, oder 3000, wenn ich noch ein bisschen spare an sich, ist das natürlich schon sinnvoll, aber ich hole mir, denke ich mal, die Punkte, weil das bringt gerade jetzt in dem Moment mehr, weißt du? Eine Frage. Was? Konnte man das Ende bei dir sehen, dass ich da zuletzt gekämpft habe gegen die anderen? Ja. Yes! Mir ist gerade aufgefallen, dass man, wenn man einmal das gekauft hat, verschwindet das Feld. Ja, also, ich weiß. Oder? Nee. Ich hoffe halt nur, dass das dann, als dass nochmal andere Sachen kommen. Lol, warte mal, ich kann Gold kaufen? Wenn ich Gold kaufe, dann habe ich genug Gold für Dings. Lohnt sich Gold? Für Selbstvermarktung? Hallo? Ich kann euch nicht hören. Wie nicht hören? Ach so, ich dachte, ihr wärt weg von der Verbindung her, weil ihr mir nicht mehr geantwortet habt. Ich habe eigentlich was gefragt. Ja? Ob noch eine Runde hinhaut jetzt eigentlich. Nee. Ich bin ja gerade noch hier am gucken. Ja, toll. Lächerlich. Ich wollte nur wissen, ob sich das lohnt, Gold zu kaufen für die Selbstvermarktung. Das kann ich jetzt selber noch gar nicht beantworten, so wirklich. Oder ich warte, ich spare mir die Punkte mal noch ein bisschen auf, die ich jetzt noch habe, und gehe jetzt auf jeden Fall noch ins Büro, um diese Dings zu machen. Warte, Menü. Büro. Ja, genau. Warte, das ist auf Level 1, Level 4, Level 1 ist ja vieles auf Level 1, ne? Warte, machen wir hier mal. Was fehlt da noch? Komm, machen wir 3000 dahin. Okay, ja. Dann ein bisschen was in Gold erhalten. Machen wir da auch mal 3000 rein. Okay, ja. Und den Rest baller ich in die Trainingsstelle. 1035. So. Und das Büro-Level ist ein Level Up auf Level 3. Wir haben jetzt einen neuen Booster. Okay.
Wenn der also abgelaufen ist, können wir einen neuen einsetzen. Das ist schon mal nice. Ja, genau, und die anderen beiden sind jetzt auf Level 2, die Rettungsstelle und die Geschäftsstelle. Wo war denn das? 4 von 12. Ah, so erhöht man die Mitgliederzahl. Wenn das Büro im Level steigt, kann man mehr Mitglieder haben. Deswegen konnten wir erst 10 haben, jetzt könnten wir 12 haben. Gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und würde dann einfach mal sagen, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne mal ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und liked gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao. Ciao. Ciao.